Was ist Rekursion? Unter Rekursion versteht man die Definition eines Problems, einer Funktion oder eines Verfahrens durch sich selbst. Und in den vergangenen Unterrichtseinheiten ist uns die Rekursion auch schon mal begegnet. Beispielsweise in direkt rekursiven Syntaxdiagrammen oder in der EBNF. Hier wird definiert die Syntax für einen boolschen Ausdruck. Und in etwas knapper Form könnte man sich darunter vorstellen, die Literale true und false oder in Klammern wiederum ein boolscher Ausdruck. Das heißt, definiert werden soll ja letztendlich ein boolscher Ausdruck. In der Definition selber wird aber dieser boolsche Ausdruck selbst wieder verwendet. Genau das ist Rekursion. Das heißt, ein gültiger boolscher Ausdruck wäre beispielsweise Klammer auf, Klammer auf, Klammer auf, true, Klammer zu, Klammer zu, Klammer zu. Und sind auch begegnet indirekt rekursive Syntaxdiagramme bzw. EBNF. Wir definieren die Anweisung und sehen, die Anweisung kann eventuell sein eine While-Anweisung. Die While-Anweisung besteht aus While, Klammer auf, boolscher Ausdruck, Klammer zu, Anweisung. Das heißt, über diese Stufe der While-Anweisung wird quasi Anweisung durch sich selbst definiert. Bekannt ist die Rekursion insbesondere auch in der Mathematik. Die Fakultätsfunktion n-Fakultät wird nämlich rekursiv folgendermaßen definiert. Also die Fakultät ist die Fakultät von n, darunter versteht man das Produkt der Zahlen von 1 bis n. Und man kann das rekursiv so definieren. Ja, n-Fakultät ist 1, falls n gleich 0. Also 0-Fakultät ist 1. N-Fakultät ist n mal n minus 1 Fakultät sonst. Für den Fall n gleich 2 ist das 2 mal 1 Fakultät. 1 Fakultät ist aber 1 mal 0 Fakultät. 0 Fakultät, und da endet jetzt die Rekursion, ist 1. Also ist 2 Fakultät 2 mal 1 gleich 2. 3 Fakultät ist 3 mal 2 Fakultät. Also das, was wir gerade hatten, 2 Fakultät haben wir ja bereits berechnet, 3 mal 2 gleich 6 und so weiter. Wichtig ist hier wieder die Rekursion. N-Fakultät, also die Fakultätsfunktion, wird definiert durch sich selbst.